Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, wer mich nicht kennt. Mein Name ist Ellie, willkommen in der Familie. Schau mal, wer hier ist. Laura! Hallo. Die liebe Laura ist nämlich hier, weil ihr abgestimmt habt im Rahmen der Erste Wahl 2017 Challenge von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich habe euch gefragt, welche Challenge wir machen sollen. Um genau zu sein, habt ihr entschieden zwischen diesen vier Auswahlmöglichkeiten hier, die ihr gerade sehen könnt. Und zwar mit großartigen 50%, was ich komplett gar nicht erwartet habe, habt ihr euch entschieden für die Mixed Make-up Challenge. Ja. Krass. Wir erfahren jetzt so gesehen am eigenen Leib, was passiert, wenn man nicht wählt und andere für sich entscheiden lässt. Und deswegen müssen wir jetzt das austragen, was ihr uns eingebrockt habt. Vielen Dank. Wer die Mixed Make-up Challenge nicht kennt, wir haben hier so kleine Zettelchen, denn wir ziehen jetzt für bestimmte Gesichtspartien Make-up-Produkte, sprich zum Beispiel für Rouge, Eyeliner und so weiter. Und dann müssen wir dann irgendwie damit leben. Jeder von uns hat sich zwei Sachen ausgesucht in jeder Kategorie, damit wir so ein bisschen Puffer haben. Aber ich glaube, es wird trotzdem interessant. Ja, es wird sehr interessant. Wir haben jetzt die Gesichtspartien, die wir nacheinander abarbeiten werden. Und haben jeweils die Zettel mit den Make-up-Produkten. Sprich, wir werden immer was Unterschiedliches ziehen, zumindest wahrscheinlich. Dann sieht man immer, wie wir mit verschiedenen Produkten das gleiche schminken. Genau. Und was dabei rauskommt. Und ich würde sagen, los geht's. Los geht's. Also, jetzt fangen wir an mit Foundation. Foundation, wir ziehen jetzt mal, was wir benutzen werden für Foundation. Contour. Lippenstift. Toll, super. Lass uns starten. Also ich habe zwei Lippenstifte ausgesucht und ich nehme jetzt mal den hier, weil der ist fast meine Hautfarbe. Ja, und ich habe hier einmal Puder und einmal so einen Stick. Was nimmst du? Ich denke, ich nehme das Puder. Du hast so Glück, ey. Aber du musst einfach die Konturfarben nehmen, ne? Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Puder Foundation. No! So braun wäre ich gerne mal. Ich sehe aber nur komplett rot aus. Ich war zu viel im Solarium letzte Woche. Ich auch, Mann. Also Color gematcht wurde ich auf jeden Fall sehr schlecht im Laden, würde ich sagen. Alles schön nach unten blenden, damit keine harten Kanten entstehen. Ja. Blenden ist ganz wichtig in dem Fall. Oh wow, es glänzt auch so schön. Aber es ist ein matter Lippenstift, also der müsste gleich mal trocknen, hoffe ich. Okay, wir machen jetzt weiter mit den Augenringen. Ich mache das jetzt immer so. Einfach ganz so schminken. Einfach in dem Farbton der Augenringe alles schminken. Okay, sollen wir ziehen? Ja. Okay. Danke. Halleluja! Ja, was ist das? Ich kann es nicht lesen. Lippenstift. Guck mal, wenn du meine Farben genommen hättest, wäre es nicht so schlecht. Welche Farben hast du denn? Ich habe zwei Farben zur Auswahl. Ich freue mich total. Nummer eins. Und dann habe ich hier nochmal eine Farbe. Und ich glaube, die Entscheidung ist klar. Ich werde die hier nehmen. Ich meine... Okay, und du? Ach ja, ich habe Foundation. Das heißt, ich kann alles, was jetzt hier gerade passiert ist, so ein bisschen ausgleichen mit Foundation, worüber ich sehr glücklich bin. Ich mache jetzt einfach diesen wunderschönen Lipgloss auf die Stellen, wo ich normalerweise immer Concealer hin habe. Oh mein Gott. Oh, das wird meine Rettung. Das wird meine Rettung gerade. Es wird mein Albtraum. Es klebt auch gar nicht, muss ich dazu sagen. Also ich trage meinen Concealer erstmal hier so unter den Augen. So sieht das bei mir immer aus. Ja, das mache ich jetzt auch, aber mit Foundation, ne? Das ist nicht ganz so tragic. Ich gehe später noch auf eine Kostümparty. Ich konnte mich noch nicht entscheiden zwischen Katze und Indianer. Jetzt nehme ich diesen Joint-Pinsel und verblende das. Laura macht das besser als ich. Das ist schon fürs Spooktober. Ja, das ist Spooktober-Countdown hier, Leute. Sollen wir mal mit Augenbrauen weitermachen? Dann lassen wir erstmal Konturen so aus. Machen erstmal Augenbrauen. Augenbrauen ist ein sehr wichtiger Teil des Gesichts. Highlighter. Concealer. Highlighter. Wie kann das gehen? Das ist der Bleach Brow Look. War das nicht mal ein Trend? Sieht aus wie Lady Gaga so ein bisschen. Die hat man so oft getragen. So weit, das sieht gar nicht so schlimm aus. Nee, echt nicht, aber bei mir schon. Jetzt geht's weiter mit den Augen. Augen-Make-up, okay. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich kann eigentlich aus allem ein Augen-Make-up machen, aber... Kontur. Foundation. Oh no. Ich nehme jetzt einfach mal von der Konturpalette irgendeine von den braunen Farben. Wichtig ist auch, dass du komplett bis unter die Augenbrauen hochgehst. Bei mir läuft eigentlich, oder? Ja, bei mir rennt. So, Eyeliner mit. Mal sehen, was unser Look wird heute. Mit Augenbrauenzeug. Mit Highlighter.
Doch, könnte ich mir gut vorstellen. Bei dem Look, das passt nicht. Schön, wenn das Licht drauf kommt, irgendwie so, oh, Eyeliner. Und dann guckt man weg und so, oh, doch nicht. Oh, Eyeliner. Oh, doch nicht. Ey, ohne Witz, setze ich vielleicht mal so einen Look mit Highlighter als Eyeliner. Ich finde, das sieht eigentlich ganz geil aus. Wir machen jetzt mal schnell Mascara, weil das dürfen wir. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So weit, so gut. Es könnte schlimmer sein, finde ich. Ich finde, wir sehen noch halbwegs akzeptabel aus. Wir machen jetzt das restliche Gesichts-Make-up und wir fangen an mit Kontur. Lidschatten. Das geht, das geht. Okay, was habe ich? Lidschatten. Yeah. Die hier? Also ich habe so eine riesige Lidschattenpalette und ich glaube, mit dem Farbton hier und mit einem von denen hier. Ja. Hey. Keine schlechte Farbe. Lässt sich halt auch nicht so schön blenden auf meinem Lipgloss. Ich konturiere meine Nase oft mit Lidschatten. Mit Lippenstift. Ich bin kein Profi. Bitte verzeiht mir. Und auf der Seite ist es irgendwie ein bisschen dunkler geworden, aber okay. Kontur geschafft. Dann haben wir jetzt Rouge. Gucken wir mal. Ich hoffe ja auf Lippenstift. Hatte ich schon Lippenstift? Ich bin mir nicht sicher. Ah, doch gut. Hä, Lidschatten hatte ich doch schon. Warte, ich habe Lidschatten doppelt gezogen. Ich muss nochmal. Rouge. 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 Ich muss Pink nehmen. Oh, das passt gut zu deinem Concealer. Jetzt sehe ich halt tatsächlich. Ey, guck mal, mein Rouge richtig. Lässt sich gerade voll gut auf diesen Lippenstift auftragen, ne? Ich bin so schlecht in Rouge, aber guck mal, das ist gerade voll schön verblendet. Bei mir auch. Bei dir ist es gleich lila gerade. Highlighter? Mit Concealer. Mit Eyeliner. Es wird immer besser. Eyeliner geht bei mir aber in diesem Fall auch voll klar, weil ich habe mir einen hell lilanen ausgesucht. Und es könnte jetzt einfach sein, dass ich einfach super creative bin und denke, das sieht gut aus. Noch dicker ging's, ne? Hey, guck mal. Schön. Entschuldigung, wie soll ich denn das machen jetzt, bitte? Da ist noch voll viel dran. Ich mach das jetzt mal hier drauf, weil... Das ist Produktverschwendung. Guck mal. Super, klasse, danke. Guck. Schön. Ja. Wunderschöne Schulter. Bisschen ausblenden. Viel besser als vorher. Mann. Ich finde den ehrlich gesagt ganz schön als Highlighter. Nur mein schimmert auch irgendwie durch. So. Ja, so ein bisschen. Also eine Sache ist noch übrig. Ja. Lippen. Und da haben wir jetzt einen Eyeliner. Der und ist übrig. Und ich die Augenbrauen. Und ich habe hier so ein Hot-Ding. Was hast du? Du hast jetzt meinen Highlighter, ne? Genau. Ich benutze jetzt ihren Highlighter. Lässt sich super auftragen. Oh, das sieht so ein bisschen aus wie so 2008. Damals so eigentlich mal. Ja, damals erstmal noch schön Make-up ja, oh ja. Ich trage halt öfter mal so komische Lippenfarben. Früher hätte ich so weggehen können. Oh Gott, das ist trocken. Also mein Highlighter ist auch fleek, würde ich sagen, oder? Okay, das sind unsere fertigen Looks. Ich finde ja, es geht noch. Also ich habe schon Schlimmeres gesehen bei diesen Challenges. Mein Look ist der Bronze Corpse Look. High Fashion Bronze Corpse. Wie nennst du deinen Look? Ich bin Fancy Laura. Oh. Wunderschön. Also um nochmal auf die Aktion zurückzuführen, weshalb wir das hier alles gemacht haben. Wählen ist wichtig, zumindest sich damit auseinanderzusetzen, auch als Nichtwähler, was so abgeht im eigenen Land vor allen Dingen. Weil wir haben eine Stimme und es ist wichtig, die auch zu nutzen. Stimmt's, Laura? Richtig. Richtig. Ihr findet jetzt direkt mein letztes Video und ein weiteres Video auf diesem Kanal. In der Infobox findet ihr nochmal alle Infos zu dieser Kampagne und Sachen, die ihr nachlesen könnt zum Thema Wählen und so weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich gerne wissen. Schaut auch auf meinen Social Media Seiten vorbei, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.